Herzlich willkommen zu unserem dieswöchigen MIU zum Thema Planungsalgorithmen aus der Schifffahrt für die Personaleinsatzplanung im Gesundheitswesen. Wie immer wird unser MIU aufgezeichnet. Daher bitten wir alle Teilnehmenden, außer den Vortragenden natürlich, Kameras und Mikros ausgeschaltet zu lassen. Am Ende wird es die Möglichkeit für Fragen geben. Die können auch schon während des Vortrags in den Chat gestellt werden, werden dann aber immer noch am Ende beantwortet. Gut, die Aufnahme ist ja schon gestartet. Darum kann ich dann auch direkt weitergehen und noch kurz die Vortragenden vorstellen. Wir haben hier einmal Andrea Reider vom Fraunhofer IML in Dortmund aus der Abteilung Healthcare Logistics und dann hier vom CML Celine Bosma aus der Abteilung Ship and Information Management. Dann würde ich es jetzt auch übergeben und ja, los geht's. Vielen Dank, Sebastian, für die Anmoderation. Ich hoffe, dass Sie alle unsere Folien sehen können, die ich geteilt habe. Wenn dem so ist, dann sage ich auch von uns ein herzliches Willkommen zum heutigen Maritime Innovation Update. Mein Name ist Celine Bosma und ich werde Ihnen gemeinsam mit meiner Kollegin Andrea Reider vom IML einen kurzen Einblick geben, wie wir Planungsalgorithmen aus der Schifffahrt für die Personaleinsatzplanung im Gesundheitswesen nutzen. Das Personalmanagement für die Schifffahrt ist bereits seit über 10 Jahren ein ausgewiesener Forschungsschwerpunkt bei uns am CML und dabei sind die Softwarelösungen SCEDAS entstanden. Damals kamen Reedereien mit dem Bedarf auf uns zu, ein Software-Tool zu entwickeln, das Unterstützung liefert bei den Fragen, welche Mannschaftsstärke und Mannschaftszusammensetzung ist für eine bestimmte Seereise notwendig, um die Arbeitslast im Reiseverlauf vorgabenkonform zu schaffen? Und für die Frage, wie kann ich die vorhandenen Personalressourcen an Bord optimal einsetzen, um keinen Ruhezeitverstößen Gefahr zu laufen? Besonders herausfordernd in der Schifffahrt ist dabei, dass ein und dieselbe Crew dafür zuständig ist, das Schiff zu navigieren, instand zu halten und die Terminplanung für Lösch- und Ladearbeiten einzuhalten. Und das unter den besonderen Umständen, für mehrere Monate am Stück an Bord nicht nur zu arbeiten, sondern auch zu leben. Nicht zuletzt ist das Personalmanagement ein wichtiges Thema für Schiffsmanager, denn über 45% der Schiffsbetriebskosten entfallen auf das Personal. So haben wir uns der Thematik der Personalbedarfsermittlung und Personaleinsatzplanung für die Schifffahrt gewidmet und in mehreren Projekten verschiedenen Reedereien und Schiffsmanagern Datenmodelle, Planungsalgorithmen und Software entwickelt. Die entstandenen Tools tragen den Namen SCEDAS und sind bereits seit mehreren Jahren im Bereich der Container- und Tankerschifffahrt sowie der Kreuzfahrtindustrie im Einsatz. Unter anderem haben wir das Software-Tool SCEDAS Onboard entwickelt, das automatisch Dienstpläne aus dem Reiseplan berechnet. Es wird an Bord eingesetzt und hilft dem Kapitän oder den leitenden Offizieren dabei, schneller auf Unvorhergesehenes im Reiseverlauf reagieren zu können. Beispielsweise verspätet sich eine Hafenliegezeit, muss der Planer lediglich auf einen Button klicken und bekommt in wenigen Minuten einen neu generierten Dienstplan für die aktuell verfügbare Crew. Dabei werden die Arbeitsstunden der Crew eingelesen und von den Planungsalgorithmen so berücksichtigt, dass die Arbeit umverteilt werden kann und Ruhezeiten so gut es geht eingehalten werden. Dabei berücksichtigen die Planungsalgorithmen die vielen verschiedenen Vorgaben durch zum Beispiel das SCCW-Übereinkommen, den Flaggenstaat oder unternehmensinterne Regelungen. Diese Entwicklungen waren für uns Ansatzpunkt, um uns auch den Herausforderungen in anderen Branchen der Personaleinsatzplanung zu widmen. Und ja, entsprechend haben wir mit dem Projekt SCEDAS Healthcare gestartet. Und damit an dich, Andrea.
Sehr gerne. Auch von mir nochmal herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Reider. Wie Sebastian einleitend ja schon gesagt hat, arbeite ich am Fraunhofer IML in Dortmund und dort in der Abteilung für Healthcare Logistics. Einmal zu unserem Hintergrund. Was macht eigentlich unsere Abteilung am Fraunhofer IML? Mein Abteilungsleiter, der Dr. Wibbeling, hat vor einigen Jahren festgestellt, das Gesundheitswesen, das hat ganz eigene Voraussetzungen. Da kann man jetzt nicht mit den allgemeinen Supply Chain Lösungen oder Warehouse Management Lösungen herantreten. Gerade vor dem Hintergrund. The distance in front and irgendjemand sollte sich to the lashing point. Danke. Gerade vor dem Hintergrund Hygienevorschriften, was wahrscheinlich für jeden am greifbarsten ist, müssen im Krankenhaus einfach andere Regularien eingehalten werden. Und unsere Themenschwerpunkte dort sind neben dem Krankenhaus Neu- und Umbau, wo wir wirklich in die Bauplanung mit einsteigen, Architekten ärgern, um entsprechende logistische Flächen im Krankenhaus berücksichtigt zu haben. Ganz originäre Themen wie die Materialversorgung, die Planung und Steuerung von Verbräuchen und Bestandsmengen, aber auch die Transportlogistik, wo es dann darum geht, wann welches Gut oder welcher Patient von A nach B transportiert werden muss. Die großen Schlagwörter Nachhaltigkeit und Digitalisierung dürfen bei uns natürlich auch nicht fehlen. Gerade die Themen Krankenhaus 4.0 oder das Green Hospital sind da wesentliche Arbeitspunkte, mit denen wir uns beschäftigen. In dem Punkt OP-Logistik ist jetzt der Themenpunkt erreicht, wo wir mit der Celine und den Kollegen vom CML zusammen mit der SCADAS-Software ansetzen wollen. Der OP-Bereich ist im Krankenhaus der wertschöpfende Bereich schlechthin. Das heißt, dort wird das Geld verdient, aber auch gleichzeitig das meiste Geld verloren, weil es eben sehr teure Prozesse sind, die, sobald dort auch nur kleine Ineffizienzen entstehen, dem Krankenhaus richtig Geld kosten. Wir haben hier in dieser Übersicht mal versucht, etwas grafisch darzustellen, was eigentlich alles im OP-Bereich parallel verlaufen muss. Man hat im Prinzip drei Perspektiven. Das startet mit dem Material. Die richtigen Materialien müssen im Lager vorhanden sein. Die werden anschließend auf sogenannten Fallwagen patientenindividuell zusammengestellt, um dann im Richtprozess ausgepackt zu werden, vorbereitet zu werden, damit diese dann im OP-Saal für die Operation zur Verfügung stehen. Gleichzeitig wird aus der Patientenperspektive der Patient von der Station oder aus dem Wartebereich geholt, muss eingeschleust werden und in der Einleitung dann eine Anästhesie bekommen, damit dieser Patient dann eben auch bereit ist und in den OP-Saal gebracht werden kann, wo die Operation durchgeführt wird. Die dritte Perspektive sind dann noch die Mitarbeiter, hier am Beispiel der Operateure und der Anästhesisten, also dem ärztlichen Personal, welche dann auch noch für die OP zur richtigen Zeit im OP-Saal verfügbar sein müssen. Das heißt, man merkt schon, da laufen in verschiedensten Dimensionen ganz viele Dinge zeitgleich ab, die heute aber aufgrund von Ineffizienzen häufig noch seriell und eher nacheinander gelagert sind, weil die Mitarbeiter, die die Materialien zusammenstellen, dann auch verantwortlich sind, den Patienten in den OP-Saal zu bringen. Das funktioniert heutzutage häufig noch nicht gleichzeitig. Aber über eine gewisse Parallelisierung und eine bessere Steuerung und somit auch eine bessere Personaleinsatzplanung kann dort die Wechselzeit zwischen den Operationen reduziert werden und damit ein Optimierungspotenzial gehoben werden.
Und diese verschiedenen Einflussfaktoren auf die OP-Planung, wie zum Beispiel die Raumbelegung, die verschiedenen Fachbereiche, verschiedene Eingriffsarten und nicht zuletzt die knappen Personalverfügbarkeiten, machen die OP-Koordination zu einem komplexen Planungsproblem. Und dass wir uns in diesem gemeinsamen Projekt mit dem IML als Experten für die OP- und Krankenhausprozesse, mit dem CML, mit unserer Erfahrung in der Toolentwicklung für Personaleinsatzplanung und gemeinsam mit einem Krankenhaus aus Norddeutschland als Pilotanwender widmen wollen. Wir wollen mit SCEDAS Unterstützung leisten für die OP-Koordinatoren, die dafür verantwortlich sind, die Planungen der verschiedenen Fachbereiche zusammenzuführen und die geteilten Ressourcen so einzusetzen, um allen gerecht werden zu können. Das beinhaltet unter anderem die Planung von Anästhesiepersonal, die Belegung von Raumressourcen, die Nutzung von Materialressourcen und dem Einsatz von Pflegepersonal. Und durch stetig wechselnde Anforderungen, die sehr kurzfristig passieren, ist das ein sehr aufwendiger und iterativer Planungsprozess, der hauptsächlich manuell und häufig noch papierbasiert bewältigt wird. SCEDAS soll an der Stelle Planungshilfe sein und Unterstützung leisten, um die Koordination zu erleichtern und helfen, die knappen Personalressourcen so gut es geht zu entlasten und die Raum- und Materialressourcen so wirtschaftlich wie möglich zu nutzen. Wir setzen dabei an der kurzfristigen OP-Koordination am OP-Vortag und OP-Tag an, wobei der Ausgangspunkt die OP-Vorplanung der Fachbereiche ist. Hierbei wurden die OPs bereits terminiert und den Saalkapazitäten zugewiesen. SCEDAS sollen dann darauf basierend die optimale Einsatzplanung des Anästhesiepersonals ermitteln und zuordnen, wann und von wem welche Raumressourcen optimalerweise genutzt werden sollen. Dabei gibt es aber stetig wechselnde Anforderungen durch zum Beispiel Personalausfall, Raumsperrung, Komplikationen in einer vorangegangenen OP, eingehenden Notfällen oder zum Beispiel durch das Verschlechtern des Gesundheitszustandes eines Patienten und dadurch andere Priorisierung der OPs. Das erfordert schnelles Umplan und Notfallmanagement und durch SCEDAS können wir dann durch automatisch generierte Planungsvorschläge die Koordination erleichtern und das Notfallmanagement verbessern. Damit sind wir eigentlich bereits am Ende von unserem kurzen Einblick in unser Vorhaben angelangt und sind nun sehr gespannt auf Ihre Fragen, die Sie entweder in den Chat oder gerne auch einfach per Handzeichen stellen können. Damit wieder an dich, Sebastian. Ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Und genau, du hast es ja schon gesagt, jetzt ist Zeit für Fragen. Also dann genau, einfach mal gucken. Gut, wenn bisher hier noch ja, die Leute vielleicht noch schreiben, dann habe ich erstmal noch eine Frage. Also nochmal konkret von dem Unterstützungstool. Erhoffen sich die Krankenhäuser da jetzt wirklich alle vorgestellten Optimierungspotenziale oder ja, also ich meine, ihr hattet vorgestellt, was es an Optimierungspotenzialen gibt und die Frage ist so ein bisschen, was erhoffen sich die Krankenhäuser jetzt konkret von dem Tool? Darauf würde ich dann mal antworten, Celine, ne? Okay. Also man muss sich das so vorstellen, in den deutschen Krankenhäusern leben wir, was Digitalisierung angeht, teilweise noch in der, ich sage es einfach so plakativ, Steinzeit. Häufig passieren Planungen wirklich noch papierbasiert mit Telefonabstimmungen oder Ähnlichem, sodass jede digitale, softwareunterstützte Planung schon ein Fortschritt ist. Es gibt auch heute schon OP-Planungssoftware, gar keine Frage. Die ist aber, ja,
nicht mit allen verfügbaren Funktionen in der Nutzung. Und gerade, ich glaube, das hat mittlerweile auch jeder aus den Nachrichten mitgenommen, vor dem Hintergrund des wirklich akuten Fachkräftemangels ist es so, dass man am Morgen erstmal gucken muss, wen habe ich denn heute überhaupt im Dienst und welche Fähigkeiten haben die Mitarbeitenden, die überhaupt heute zur Verfügung stehen. Und da ist es aktuell so, dass dann jemand mit viel Erfahrung und nach bestem Wissen und Gewissen versucht, diese Mitarbeitenden einzusetzen, sodass wir denken, dass insbesondere für diese kurzfristigen Umplanungen am Vortag der OP oder aber dann am gleichen Tag das Software-Tool von SCEDAS einen wesentlichen Mehrwert für die Krankenhäuser liefern kann. Okay, vielen Dank. Dann noch eine, weitere Frage. Jetzt sind Krankenhäuser und Schiffe ja ein bisschen unterschiedlich. Also, wie kann man denn die bestehenden Konzepte und Algorithmen aus der Schifffahrt so auf die Problemstellung der OP-Planung anwenden? Ja, dazu kann ich gerne was sagen. Ja, der Transfer ist dadurch möglich, dass unsere Planungsalgorithmen abstrakt gesagt einfach Aufgaben Personal zuordnen. Das heißt, im Allgemeinen funktioniert es geht das so: Aus einer groben Ablaufplanung werden Aktivitäten und konkrete Aufgaben abgeleitet, zu denen Personalanforderungen hinterlegt sind. Optimierungsalgorithmen können dann diese konkreten Aufgaben den vorhandenen Personalverfügbarkeiten zuordnen. Also im Schiffsbetrieb sieht es so aus, dass aus der Reiseplanung Aktivitäten wie An- und Ablegemanöver oder Lösch- und Ladearbeiten und konkrete Aufgaben mit gewissen Anforderungen an die Crew abgeleitet werden und Optimierungsalgorithmen dann entsprechend diese Aufgaben der vorhandenen Crew zuordnet. Für den Fall der OP-Koordination sieht es so aus, dass aus der OP-Vorplanung konkrete Aktivitäten für den OP-Tag abgeleitet werden, wie zum Beispiel Ein- und Ausleitung der Narkose, Ein- und Ausschleusen des Patienten oder das Vor- und Nachbereiten der Instrumente. Und aus diesen konkreten oder für diese konkreten Aufgaben sind auch hier Personal- und Raumanforderungen hinterlegt, die die Optimierungsalgorithmen dann entsprechend den vorhandenen Personal- und Raumkapazitäten zuordnen kann. So, aber ja, Sebastian, du hast vollkommen recht. Schiff und Krankenhaus ist natürlich sehr unterschiedlich und das bedingt sich dann auch in sehr unterschiedlichen Nebenbedingungen für die Zuordnung. Und genau das ist jetzt eben die Herausforderung in diesem Projekt, dass wir uns diese Planungsaufgabe genauer anschauen und entsprechende Nebenbedingungen und Datenmodelle modellieren, sodass diese abstrakten Planungsalgorithmen darauf angewendet werden können. Ja, vielen Dank. Dann gibt es noch weitere Fragen. Falls später Fragen entstehen, melden Sie sich gerne bei einem von uns beiden. Unsere Kontaktdaten sehen Sie ja hier. Top. Dann nochmal vielen Dank und dann denke ich, können wir die Runde auch schließen und genau noch die nächste Woche ankündigen. Da wird beim MIU Frau Banken vortragen zum Einsatz von Biosense und für Positioning, Navigation und Timing PNT-Technologien. Okay, dann vielen Dank und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.